Und weiter geht es mit einer Runde Witcher 3. Seid gegrüßt, meine lieben Hobby-Hexer da draußen. Der Onkel Maddy ist da, Geralt ist da, Plötze ist da. Das sind wunderbare Voraussetzungen für ein neues kleines Abenteuer. Und ich werde mal gucken, was ich so hier in unserer Questline noch so für uns Schönes habe. Guck mal, Nebenquest. Eine Einladung von Kerametz. Fliegende Fäuste wählen, Gewinnspieler rennen, Hexeraufträge, Kreischling, Stufe 8. Okay, Schatz suchen, Tote wehren sich nicht. Boah, so viel zu tun, Freunde, 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 wann soll ich das dann alles machen? Gut, ich würde sagen, wir machen die Hauptquest, wir treiben die ein bisschen voran und versuchen mal die Hütte des Weidelers zu finden. So. Ist ein bisschen weiter weg. Aber das macht nichts. So. Beweg dich. Überhaupt nicht. Die Ecke ist ein bisschen doof hier. Aber ich möchte den Typen hier nochmal ansprechen. Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. So, hat er ein bisschen Schnaps für uns, damit wir unsere Sachen immer auffüllen können? Nein, hat er nicht. Aber er hat was zu essen. Was kostet denn das? Ein Hühnerbein. Nee. Okay, danke. Leb wohl. Was ist in dem Einsatz drin? Oh. Eieieiei, dass die einen immer so voll quatschen müssen, ne? Okay, wir lesen mal eben hier. Seuchengefahr. Aufgrund der Seuchengefahr hat der Kommandant des Durchgangslagers tägliche Bäder angeordnet. Wascht euch, Leute. Es ist nur zu eurem Besten. Sperrstunde. Okay. Obacht. Der Feind lauert mitten unter uns. Okay. Familie vermisst. Name Bert. Mhm. Nach den Unruhen und Auftrag Monster im Wald. Okay. Monster im Wald. Das möchte ich mir mal kurz angucken. Das ist, glaube ich, ein Hexerauftrag, oder? Ah, hier. Monster im Wald. Okay, dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Stufe 6, das ist wie für uns gemacht. Sprich mit den Kommandanten des Wachpostens bei der Brücke nach Novigrad. Okay. Das kann ja dann nur hier... Er hier wahrscheinlich. Was willst du? Ich bin wegen der Nachricht hier. Ich bin wegen der Nachricht hier. Gibt es ein Monsterproblem? Problem? Sehr hübsch. Wir haben kein Problem. Wir sitzen bis zum Hals in der Scheiße. Da sitzt irgendein verficktes Ich-weiß-nicht-was im Wald und greift jeden beschissenen Transport an, der es wagt, die Hauptstraße zu benutzen. Wir haben bald keine Bolzen mehr, keine Pfeile, keine Rationen. Wir sind am Arsch! Wir haben eine Patrouille losgeschickt, aber die ist nicht wiedergekommen. Interessant. Es ist also ganz einfach. Bring mir den Kopf dieses Scheißviehs und ich gebe dir so viel Gold, wie in der Nachricht steht. Ich falsche nicht. Der Quartiermeister lässt sich nicht umstimmen. Aber ich kann einen Passierschein über den Ponta drauflegen. Was sagst du? Top? Klingt angemessen. Mal sehen, was ich tun kann. Okay. Gut. Unsere Männer waren verärgert. Sie wollten sie verjagen. Leider waren sie in der Unterzahl. Wir haben sie gefesselt. Erinnert ihr euch an Serat, der die einfachen Leute verhungern lassen wollte? Er ist einem Fluch zum Opfer gefallen. So, erstmal weg hier. Sonst bin ich gleich taub. Okay, so. Ruhe. Ah. Ich bin mir nicht sicher. Ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, dass ich, diesen Passierschein gar nicht brauche. Ich war mir aber ziemlich sicher,
dass es hier jemanden gibt, der unbedingt einen Passierschein braucht. Deswegen habe ich den gekauft. Ich muss da mal in mich gehen. Ich bin mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass hier irgendwo jemand ist, der so ein Ding braucht. Aber gut. Wir kümmern uns erstmal um das Monster im Wald. So. Hier ist schon wieder Action. Ein Wildhund. Hinfort mit dir. Oh, und hier ist auch irgendwas los. Kommt raus, ich tue euch nichts. Wann hast du zuletzt was gegessen? Vor einer Woche. Ein halbes verkohltes Eichhörnchen. Das ist doch Gretka. Und eine Handvoll Beeren. Lass mich euch etwas geben. Hier, teile es mit den anderen. Danke. Hier für dich, weil du nett bist. Oh. Tötest du die Monster? Alle? Ja, diese Geschichten, ne? Die. Im Tierpelz. Die sind wie die von meiner Katze. Ja, diese kleinen Geschichten, die erwärmen immer mein Herz. Sie drangen in die Hütte ein und begannen mit der Durchsuchung. Zuerst besahen sie sein Bett. Sie fanden den trockenen Zweig, ein erster Hinweis. Denn Werwölfe kehren nach einer Jagd nach dem Morgengrauen zurück. Und an den Pfoten tragen sie die Reste des Waldes. Den zweiten Hinweis fanden sie unter dem Bett. Ein Wolfspelz. Sicher hatte der Werwolf sich damit bekleidet, als er sich bei Sonnenuntergang verwandelte. Und ihn wieder abgelegt, als er am folgenden Morgen zum Manner wurde. Mit diesen starken Indizien beendeten sie die Überlegung und begannen mit der Jagd. Sie schworen, den Lykanthropen zu finden und in Silberketten zu legen. Interessant. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass die Kinder da draußen sitzen. Die sollten vielleicht mal lieber wieder reingehen, solange hier ein Monster im Wald rumrennt. So, hier muss das gleich irgendwo sein. Wollen wir doch mal schauen, ob wir hier irgendwelche Hinweise finden. Oh ja, ich höre schon was. Komm schon, komm näher. Oh, oh ja. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Ja. Okay, warte mal. Wir gucken mal weiter. Oh, hier. Kiste. Geplündert. Entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen, oder das Monster hat was für Armeebestände übrig. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Ja. Zerrissen und abgenagt. Ah, okay. Hier haben Nekrophagen gefressen. Sie haben nach Klauenspuren sind aus, alle nach dem Tod entstanden. Ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen. Okay. Interessant. Oh, hier. Kann ich leider nicht mitnehmen. Habe ich hier irgendwas übersehen? Oh, hier. Spuren. Fußspuren. Ein Überlebender? Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Ja, möglich.
Hier stimmt was nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. Ja, machen wir auch. Natürlich machen wir das. Ich glaube ja nicht, dass es ein Monster ist, aber ich kann mich an die Quest auch nicht mehr erinnern. Kann auch sein, dass es doch ein Monster ist. So. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Okay, hier verliert sich die Spur. Und hier ist jede Menge Action. Hohoho. Habt ihr das gesehen, Freunde? Ich glaube, da hat jemand den Kopf verloren. Eieieiei. So, warte mal. Muss mal eben wieder gucken. Von hier bin ich gekommen. So, die Spur, die hat hier aufgehört. Und führt sehr wahrscheinlich in das Dorf. Oh, guck mal. Da unten ist ja irgendwas. Mal eben gucken, was das ist. Ah, ein Hornblatt. Okay. So. Gut. Einen Schritt weiter und du kriegst noch ein Loch in den Kopf, Deine. Was willst du hier? Rede! Ich muss mit eurem Kommandanten reden. Ich muss mit eurem Kommandanten reden. Es ist wichtig. Ich traue dir nicht. Das dachte ich mir schon, als ich deinen Bogen auf mich gerichtet sah. Du hast mich doch im Blick. Und ich neige nicht zu Dummheiten. Da kann ich dich beruhigen. Ich bin beruhigt, wenn du mir deine Waffen gibst. Los! Deine Schwerter. Lass sie fallen, dann bringe ich dich zu Bernossiel. Gut. Gut, geh voran. Badgern? Seltsam. Wir haben hier gar keine Monster. Ihr vielleicht nicht, aber die Redanier sind überzeugt, dass etwas in diesen Wäldern haust. Sie haben mich angeheuert, es zu töten. Na, dann irren sie sich eben. Wäre nicht das erste Mal. Hier gibt es kein Monster. Deine Arbeit ist getan. Das ist kein Spiel. Es sind Menschen gestorben. Es sind Soldaten gestorben. Soldaten von Radovid, der die Enseide vom Großen Meer bis zu den Blauen Bergen terrorisiert. Soldaten, die Massaker anrichten, unsere Brüder foltern, unsere Schwestern vergewaltigen. Um die weine ich nicht. Und wir werden diese Transporte weiter angreifen. Wir müssen essen, wie du. Es ist also deine Entscheidung. Geh jetzt und vergiss, was du gesehen hast. Oder stirb. Ihr seid gewöhnliche Banditen. Diese Aura moralischer Überlegenheit. Ermüdend. Und falsch. Ihr seid gewöhnliche Banditen. Tatsächlich? Dann behandeln wir dich auch wie gewöhnliche Banditen. Die wird dir was gern. Oh oh. Nicht gut. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Oh. Achtung! Oh, der riecht mich auf, ne? Scheiße. Eieieiei.
Mund halten und kämpfen. So, einer weniger. Bäm. Boah, Freunde, habt ihr das gesehen, ey? Ohne Waffen. Eieieiei, da bin ich jetzt ja gerade ein bisschen stolz drauf. Assassinenhose. Sehr gut. Das war sehr knapp, aber... Es hat geklappt, Freunde. Hexer Silberschwert. Jo. Ich glaube, das waren gerade unsere Sachen. Klöder, Klöder, Klöder. Irgendwo ist hier noch was, aber ich kann es nicht sehen. Ist zu viel Buschwerk. Da. Sehr gut. Okay, wir meditieren hier mal. Huch. Damit ich ein bisschen mehr Schwalbe habe. Da. Perfekt. Hätte nicht besser laufen können. Ich bin begeistert. Gut. Mal eben gucken, ob das alles so seine Richtigkeit hier hat mit den Waffen. Plus 12. Oh, plus 20. Okay. Jetzt brauche ich noch mein Silberschwert, ne? Kriegsbeil, Sekundärwaffe. Handbeil, Streitkolben, nee. Wo ist denn mein Silberschwert? Ach, das ist kaputt, ne? Ja. Stimmt. Ich habe auch nichts zum Reparieren gerade. Gut. Gut, gut, gut. Müssen wir uns nochmal drum kümmern. Mal wieder, ein Reparaturkit oder sowas besorgen. Aber erstmal holen wir uns jetzt unsere Belohnung. Huch. So. Plätze. Komm mal ran hier. Brauch dich mal. Jawohl. So. Einmal hier lang. Über Schlachtfeld quasi. So. Oh. Hast du es eilig? Nee, ich hab's nicht eilig. Ich möchte nur meine Belohnung haben. So. Hexenjäger. Pass doch auf. Endlich bist du zurück. Hast du die Bestie dran gekriegt? Es war keine Bestie im Wald. Nur Elfen von einer Bande Skoyatel, die über die Transporter hergefallen sind. Hier, ihre Eichhörnchenschweife. Skoyatel, sagst du? Und ich dachte, wir hätten dieses Pack endgültig ausgerottet. Und dass die übrigen Anderlinge zu Verstand gekommen wären. Tja. Offenbar müssen wir sie nochmal beruhigen.
Eine Liste aller Langohren im Umkreis erstellen und dann jeden 10. aufknüpfen. Das müsste reichen. Ja, ganz bestimmt. Ich sehe, wir verstehen uns. Du bist ein guter Mann. Hier, das versprochene Gold und der Passierschein. Viel Glück. 30 Kronen. Und dann bist du dran. Keine Sorge. Der blutige Baron reist so, weil er blind ist. Jeden Morgen gurgelt er mit Dämonen. Yay, Auftrag abgeschlossen. Geil. Gut, aber jetzt wollen wir hier mit hier, Weidler und so. Da möchte ich auf jeden Fall heute nochmal ankommen. Komm her, Plätze. Na komm. Plätze, hallo. Ja, okay. Ich hab mir in die Hose gepisst. Ja, nicht zu danken. Ich helf doch gern. Was macht ihr denn da? Hey, du! So. Hey, du da! Komm her! Albin Hart. Okay. Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus, hab ich recht? Ja. Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie, dann kriegst du was ab. In Ordnung. Abgemacht. Makabere Ernte. Okay, was muss ich machen? Beschütze Plünderer vor Monstern. Was glotzt du denn so? Okay. Götter! Komm schon. So. Stirb! Okay. Wir haben beschützt. Da hinten kommen schon wieder welche. Aua. Komm her. Okay. Gut, wir gucken uns mal ein bisschen um. Aber her, da kommen sie schon wieder angerannt. Moderhaut. Oh. Ja, bleibt ruhig, Onkel Maddie ist da. Oh.
Nein. Jo, Quest gescheitert. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Ich hab den nicht gesehen. Der hat unseren Kollegen da weggemacht. So ein Mist. Okay, krass. Ich habe keine Energie mehr gehabt. Das ist eine doofe Stelle. Ein richtig blöder Safe. Okay, warte mal. Verdammt! Das ist wohl ein Offizier. Boah, krass, was ist denn das für ein Vieh? Alter! Gibt's ja gar nicht. Das ist schon ein bisschen strong, würde ich sagen. Hoffentlich sind wir hier weg, bevor die Leichenfresser auftauchen. Ja, ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Deswegen lädt sich meine Dings nicht auf. Meine Energie oben. Ich habe das gerade gesehen. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Krass. Ich will doch nur hier weg. Eieieiei. Was habe ich mir denn hier eingebrockt? Wäre ich bloß zum Weidler geritten? Okay. Freunde, wir machen hier ein kleines Päuschen. Und ich überlege mir, was für die nächste Folge, wie wir hier wegkommen. Wahrscheinlich können wir auch einfach wegrennen. Aber wir haben trotzdem wieder ein bisschen was geschafft. Und ich bin zufrieden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Lasst gern eine Bewertung da. Und dann geht's in der nächsten Folge direkt weiter. Ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer, tschö mit Ö.